Red Sendzone. Hey, das ist der Philipp, der von Red Sendzone. Und vor einer Woche hatte ich ja mein riesiges GFX-Pack angekündigt. Denn da hatte ich ja die 1000 Abonnenten geknackt. Mittlerweile sind es 1132. Und ja, ihr kriegt jetzt auch ein GFX-Pack. Tut mir leid, ich habe mich vielleicht ein bisschen übernommen mit dem, das ist das größte GFX-Pack ever. Tut mir leid, aber ich habe mir was Cooles ausgedacht, denn es gibt nicht nur ein GFX-Pack, es gibt ganz viele GFX-Packs. Und ich mache alle 100 Abonnenten ein GFX-Pack im Grunde zu einem Thema. Und dieses GFX-Pack könnt ihr euch dann runterladen. Und das wird, wie gesagt, alle 100 Abonnenten kommen. Und die werden immer so, sage ich jetzt mal, je nach Thema, sag ich jetzt mal, wenn es irgendwelche Intro-Templates oder so sind, dann werden die natürlich etwas größer sein, aber ich sag jetzt immer mal so 100 bis 500 MB werden die groß sein, und diese Woche gibt es ein Icon-GFX-Pack. Also diesmal geht es nur um diese Social-Networking-Icons, die ihr ja zum Beispiel jetzt auch hier auf meinem Kanal seht, hier Facebook und Twitter, falsche Reihenfolge, aber egal, und da könnt ihr auch draufklicken. Und diese Icons, die ich jetzt hier verwendet habe, die relativ schlicht aussehen, aber so elegant, nennen sich dann auch Elegant Media Icons, die sind zum Beispiel auch im Pack drin. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, was dieses GFX-Pack mit Icons, mit Social Media Icons alles enthält. Ja, öffnen wir es mal. GFX-Pack Raute 1 nennt sich das, und so heißt auch wahrscheinlich der Titel vom Video. Ja, jetzt habe ich hier so, warte, ich mach mal ein bisschen größer. Ah ne, kleine Symbole bringt ja voll. Große Symbole, ja, das mögen wir doch alle. So, wir haben jetzt einmal hier so Rip-On-Icons, im Grunde wie so eine Art Lesezeichen, die jetzt wo drüber hängen. Die sehen so aus. Also mit so einem kleinen netten Schatten da hinten noch dran haben wir einmal, kenne ich nicht, Blogspot, Messenger, Yahoo, YouTube, Skype und die ganzen anderen Sachen. Facebook ist dabei, Twitter natürlich auch, DeviantArt, Apple, sehr sinnvoll, Windows natürlich auch. Und das sind die Ribbon-Icons. Dann habe ich hier noch zum Beispiel andere Ribbon-Icons. Jetzt haben wir zum Beispiel, die sehen etwas anderes aus. Dafür gibt es auch in vier verschiedenen Farben. Es gibt sie nur in Blau. WordPress haben wir alles dabei. Auch Sachen, die ich überhaupt nicht kenne, sind dabei. Wir haben sie hier in Grau, in Braun, nochmal in Braun. Dann haben wir sie nochmal in Grün. Wir haben irgendwie alles zweimal da. Warum auch immer, keine Ahnung. Dann haben wir zum Beispiel, also ich werde jetzt nicht alles aufzählen, dann haben wir hier noch so Social-Runde-Icons, die sehen ganz schlicht und rund aus, also ich bin ja sowieso eher der Typ, der so schlichte Sachen präferiert. Und ja, die haben mir ziemlich gut gefallen, habe ich mir auch für euch rausgesucht, also das ist nicht von mir, die Icons sind nicht von mir. Nur um das mal klarzustellen, die sind kostenlos und die kann man sich im Internet runterladen, und ich habe es halt mal alle zusammengefasst. Und ja, danke an die ganzen Ersteller von diesen Icons. Dann haben wir hier zum Beispiel noch PNG, Rounded Circular, okay. Ja, hier haben wir so auch so Standard-Icons. Also ich habe jetzt nicht so extrem komische 3D-Sachen und komische Sachen zum Beispiel wie Cola-Dosen-Icons gemacht. Ich meine, die braucht kein Mensch. Ernsthaft, das ist eine Spielerei, aber mir gefällt es nicht so. Ist eher so ein bisschen schlicht gehalten. Dann haben wir hier noch irgendeine komische Zahlenkombination. Hier haben wir auch noch ganz schlichte Icons. Und jetzt zeige ich euch nochmal kurz zwei andere Sachen. Einmal hier in Focus. Als Maul, Smashing Ebo Web Design Bundle. So, hier haben wir zum Beispiel, gucken wir mal in Grey. Ja, das gefällt mir auch, also so gestanzte Icons, einmal YouTube, dann YouTube gestanzt, dann nochmal YouTube. Also ziemlich groß aus, weil eure Kreativität ist freien Lauf gelassen. Und wehe, Thunderbird meldet sich noch einmal mit einem E-Mail, dann schlage ich den zusammen. Und natürlich zeige ich euch noch die Elegant Media Icons, die haben wir hier. Gibt es auch als PSD. Die meisten Icons gibt es als PSD noch. Das heißt, ihr könnt sie noch ein bisschen vergrößern und verändern, wie ihr wollt, nach eurem Belieben. Und hier haben wir die Elegant Media Icons. Hier sehen wir zum Beispiel mein Facebook und mein Twitter Icon. Auch kostenlos, kann man sich runtergeladen. Aber wie gesagt, für euch in einem Pack zusammengefasst. Ja, das war der Philipp in der von Red Sendzone. Viel Spaß mit diesem Icon Pack. Hat ungefähr, ach, das kann ich ja gleich mal gucken. Auswählen, Rechtsklick, Eigenschaften. Hat 145 MB, aber ich werde es noch packen. Es wird ungefähr, keine Ahnung, 70 bis 100 MB haben, das Pack im Endeffekt. Ja, viel Spaß beim Downloaden. Ist auf Mediafire, ist vollkommen legal. Und ja, das war der Philipp von Red Sendzone. Viel Spaß mit dem Pack und ich bin jetzt raus. Wie gesagt, bei 1200 Abonnenten gibt es ein weiteres Pack. Merken und abonnieren.